So. Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Montag, der 9. Mai. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Wir checken einmal unsere Boxen. 5 Stop Loss, alles klar. Okay. Die Big Number 13.600 wird hier erstmal aktiviert um 8.34 Uhr. Wir haben eine Kurslücke, ein Gap hier oben bei 13.700. Daily Pivot liegt bei 13.722. Wir zeichnen schon mal hier die Zielmarken an. Ein Gap Closing bei 13.667, circa so die Zone hier und 50. Das wird unsere erste Gewinnzone hier unten sein. Und dann sehen wir diesen Balken. Das wird voraussichtlich hier bei 13.551 unsere Zone sein, wo wir nach unten uns abarbeiten bis 13.5. Wie sahen die Blue Boxen am Freitag aus? Und es waren große Bewegungen. 63, 78. Und da sehen wir morgens. So, und jetzt muss ich erstmal eins machen. Oh la la. Wir müssen erstmal ins Live-Konto schalten. Zack. Also Wechsel. Dann brauchen wir ein paar Sekunden. So, jetzt sind wir im Live-Konto. Live, okay. Dann wird das Ganze genau so auch hier im Live-Konto platziert. Wunderbar. Und wir blicken jetzt einmal in die Vola-Boxen. Wo kommen die Vola-Boxen rein? Schauen wir uns mal an. Ups, aktuell Forecast ist bei 13.612, das heißt irgendwo hier zu 97, ist fast eine Big Number Trade. Also schauen wir mal um 9 Uhr und jetzt gehen wir in die alltägliche Großwetterlage rein. So, und fangen an wie immer mit Kryptos, Bitcoin. So, Vorlage, Zickzack-Linie. Maurice kommt auch wieder rein. Wunderbar. Good morning, Sir. So, Daily sind wir short. 4 Stunden sind wir short. Stunde sind wir short. 30 sind wir short. 15 sind wir short. Und 5 sind wir auch short. Und wir sehen hier dieses Gap. Wir sind bei 33.467 in Bitcoin. Und starke Korrelation mit den Aktienmärkten aktuell. Jetzt gehen wir in den Dow Jones, in den Dow Jones rein und Daily Short. Und wir sehen hier im Daily auch diese Unterstützungszone hat erstmal gehalten. Aber wenn diese bricht, durchaus denkbar, dass denn es dann nochmal weiterläuft. Und wir nehmen einmal nochmal auf Daily bei den Fibos und ziehen das ran. Das ist das 23er Retracement. Also wenn wir im Dow Jones bei 29.000 sind, sind wir beim 38er, 27 und erst bei 25.000 sind wir beim 61er Retracement. Also das ist immer noch die Minimalkorrektur aus diesem Bullenmarkt mehr oder weniger. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15
Short und 5 Long. Also übergeordnet alles Short. Nächster Markt S&P 500. Daily Short. 4 Stunde Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Long. Nasdaq, da geht's kräftiger zur Sache. Hier sehen wir auch, dass wir durch sind. Nächste Unterstützungszone befindet sich, gucken wir mal, tief hoch. So, wir sind 23,38er. Also nächste Zone ist hier 11.730. Wir sind, glaube ich, circa 20% vom Markt runter. Durchaus denkbar, dass das noch ein bisschen mehr schaukelt. Also Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short. Na, Amazon kriegt man jetzt mittlerweile 20% günstiger. 15 Short und 5 Long. Öl 108. Daily Long. 4 Stunden Long, Stunde Long. 30 Short, 15 Short und 5 auch Short. Und heute ist ja ein Treffen in Schwedt von unserem Wirtschaftsminister. Glaube ich, ab 19 Uhr, wenn also die Börsen im Xetra schon zu haben, da wird mit der Belegschaft gesprochen. Also da geht es eventuell um Enteignung oder nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ein heißes Thema und da wird sich bestimmt die nächsten Tage auch hier im Öl einiges noch tun. Gold, Fluchtwährung, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch Short. Und der letzte Markt ist DAX, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30, 15 Short, 5 Minuten auch Short. Und wir schauen uns mal im 15-Minuten-Chart an die letzte Woche. Was gab es dort an Bewegungen? Schaut mal. Insgesamt 730 Punkte Range. Letzte Woche ist ganz schön viel wohler im Markt. Okay, das zum Wetterbericht und jetzt haben wir die Big Number als ersten Trade erstmal in Vorbereitung und ich übergebe jetzt erstmal das Wort an Mr. Maurice, wenn der schon fertig ist und ich hole mir meinen zweiten Kaffee. Und wir stehen kurz vorm Landeanflug für den Eröffnungstrade. Blaue Linie. So, wir sind raus. Erste Trade und ich verabschiede mich jetzt beim YouTube bzw. unser Videotagebuch. Wir sehen und hören uns morgen und wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken.